Für all diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin Franzi, mache heute mit euch ein richtig schönes, knackiges Full-Body-Workout mit, wie versprochen, im Schwerpunkt Po-Training. Also es gibt schöne Übungen heute für euren Po. Ich hoffe, ihr seid startklar, motiviert und habt ein bisschen gute Laune. Ihr braucht nichts weiter heute außer euren eigenen Körper, ein bisschen Motivation und die gute Laune kommt natürlich während des Sports. Ein gutes Getränk braucht ihr und dann würde ich sagen, ich schnack jetzt nicht lang rum, wir legen jetzt direkt los, starten wie immer mit einem kleinen Warm-up und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß, Musik wird etwas lauter, let's go! Ihr habt natürlich immer, das sage ich nochmal kurz vorweg, die Möglichkeit, euer Tempo und eure Intensität selbst zu bestimmen. Wenn ihr zwischendurch das Gefühl habt, die eine oder andere Übung ist euch ein bisschen zu anspruchsvoll oder aber zu schnell, reduziert das Tempo, macht es so, wie es für euch am besten ist, ja? Also, los geht's. Ja, wir gehen los. Okay. Gut, starten wir. Öffnet beide Beine mit mir, lasst eure Fußspitzen nach außen schauen und jetzt beginnen wir ganz locker von links nach rechts zu gehen. Jetzt nehmt ihr mal die Arme diagonal mit. Tap, tap, tap. Macht die letzten vier Stück. Viermal, dreimal, zweimal noch. Bleibt mal in der Mitte, setzt eure Hände ab und jetzt streckt und beugt ihr die Beine. Schiebt mal dabei den Po schön tief und hoch. Das machen wir noch viermal mehr. Jetzt noch vier, drei mehr, zweimal. Rollt euch mit mir nach oben auf. Startet mit einem Squat. Jetzt schön tief und hoch. Noch 8, 7, schiebt mal den Po richtig schön weit nach unten, belastet mal beide Füße gleichmäßig. Wenn ihr euch oben aufrichtet, schiebt euer Brustbein nach vorne. Wir machen noch 8 mehr. 6 mal noch und die letzten 4 Stück. 4 mehr, 3 noch, 2 mehr. Bleibt oben und startet mal mit einer Rotation. Lasst die Schultern tief. Genau. Die letzten viermal, dreimal. Zieht die Arme schön lang im Wechsel. Rippen sind auseinander. Oberkörper verlagern. 4 mehr. Dreimal. Zweimal. Wir kreisen die Schultern locker. 4 mehr, 3 mehr. Macht mal einen großen Armkreis. Perfekt. Und wir drehen uns einmal zur Seite. Setzt die Hände vorne neben eurem Fuß ab. Und jetzt beugt und streckt die Beine. Schiebt mal den Po hinten richtig schön hoch. Vorderes und hinteres Knie schön strecken. Weiter. Und die letzten viermal. Vier noch. Drei mehr. Zwei mehr. Wechselt mal den Fuß. Großer Schritt. Und wir starten. Tief. Hoch. Sechs. Wichtig ist, dass ihr wirklich versucht, beide Beine richtig schön zu strecken. Macht die letzten viermal. Drei mehr. Zweimal noch. Bringt mal beide Füße wieder zusammen. Rollt euch auf. Gut, bleibt mal hier stehen. Und jetzt zieht ihr mal die Beine im Wechsel. Macht mal eine schön fließende Bewegung. Kreisende Bewegungen. Jawohl. Und achtet immer schön drauf, dass ihr gerade bleibt in eurem Rücken. Das machen wir noch 8-mal mehr. Haltet schön die Balance, bleibt gerade in der Wirbelsäule aufgerichtet. 4-mal noch. 3-mal mehr. 2-mal noch. Letzter. Und wir starten. Los geht's mit Runde 1. Dazu schaut einmal zu.
Beide Fußspitzen schauen nach vorn, Schultern schön zurück. Wir kombinieren einen Cross-Squat mit einem engen Squat. Ich zeige es dir einmal. Du gehst in den Cross-Squat, enger Squat. Beim Cross-Squat schauen die Knie nach vorne. Du machst es in deinem eigenen Tempo. Und zwar 30 Sekunden. Let's go. Tief und kreuze. Und du gehst tief. Bleib immer schön gerade und du belastest beide Füße gleichmäßig. Tief und ab. Nochmal. Wunderbar. Halbzeit, noch 15 Sekunden. Tief, ab. Wunderbar. Nochmal. Letztes Mal. Und jetzt machst du enge Squats weiter. Acht. Wenn du hochkommst, schieb dein Becken leicht nach vorn. Mach noch vier, drei mehr. Zweimal noch. Bleib mit dir tief unten und wieder kurze. Verlagere dein Gewicht auf die Fersen. Mach die letzten. Vier mehr. Drei noch. Zwei mehr. Richte dich auf. Gut, erste Übung. Zweite Übung, dein linkes Bein ist dein Standbein, verlagere deinen Oberkörper nach vorn und jetzt kickst du das Bein nach hinten, schau mal, kick, kick, ja, wichtig ist, dass du dein Standbein schön stabil lässt, der Oberkörper ist leicht nach vorn verlagert, genau, und jetzt schön mit Kraft zurück, 30 Sekunden, kick, ab, kick, sehr gut. Fixiere deinen Bauchnabel leicht nach innen. Das gibt dir mehr Stabilität in deinem unteren Rücken. Noch acht, sieben, tap. Wenn ich dir zu schnell bin, mach es langsamer. Ja. Du machst gleich einen direkten Wechsel zur anderen Seite. Jetzt, yes. Komm, kick. Merkst jetzt nicht nur deinen Po, sondern du spürst auch, dass dein unterer Rücken arbeitet. Gib mir noch acht. Komm, acht mehr. Sieben. Sechs. Mach noch vier. Drei mehr. Zweimal. Der letzte. Und stopp. Sehr gut. Das war Runde eins. Weiter geht's. Runde 2. Cross-Squat, enger Squat. Let's go. Tief. Du kreuzt. Enger Squat. Und schieb mal deinen Po richtig schön weit nach unten. Ja? Gut. Sehr schön. Scheitelpunkt zur Decke gerichtet. Cross, tief und jetzt machst du das Ganze nur in der Mitte. Achtmal, acht, sieben. Wenn du oben bist, schieb dein Becken leicht nach vorn. Noch vier, drei, zwei und jetzt unten nochmal Feder. Kurze, kleine, schnelle. Oh, ihr habt ein Haar im Auge. Fies. Die letzten kommen. Noch vier, drei, zwei und stopp. Sehr gut. Zweite Runde. Kicks. Standbein stabil. Oberkörper nach vorn. Eine Seite beginnt. Jetzt yes. Komm. Kick und kick. Deinen Oberkörper, den lässt du die ganze Zeit in einer Position. Mach noch sieben, komm. Sechs mehr. Und die letzten vier. Dein Standbein ist immer leicht gebeugt. Das sieht gut aus. Wechsel mit mir die Seite.
Ha, Kick. Und deine Arme nimmst du so, wie es für dich passt. Der Oberkörper bleibt vorverlagert. Und wir schaffen gemeinsam die letzten 8 Stück. Ha. Noch 8. Ha. Weiter. Mach noch 4. 2 mehr. Letzter. Gut, Runde 2 geschafft. Wenn du einen Schluck trinken willst, mach es jetzt. Weiter geht's mit Runde 3. Okay, hol nochmal Luft. Bring dich in Position. Fußspitzen nach vorn. Cross Squat, enger Squat. Let's go. Komm. Und Kreuze. Komm tief. Beim Cross Squat schau das andere Knie, welches nicht aktiv ist, schön nach vorn. Weiter. Perfekt. Komm. Geh tief. Tief. Und jetzt nur in der Mitte. Komm. 8 mehr. 7. Mach die letzten 4 Stück. 4. 3. Gleich nochmal im doppelten Tempo. Let's go. Komm. 10 kurze. Yep. Komm, streng dich nochmal an. 4 noch. 3. 2. Runde 3 davon geschafft. Einmal hast du noch die zweite Übung. Die Kicks. Mach dich startklar. Oberkörper vor und du beginnst. Komm. Nochmal. Kick. Zieh. Kick. Genau. Hip. Und versuch das Bein auf Spannung zurückzubringen. Ja, nicht einfach nur hier wegschleudern, sondern mit Kraft. 7. 6. Mach noch 4. Und danach weißt du Bescheid, wieder ein direkter Wechsel zur anderen Seite. Jetzt, komm. Eine Runde noch davon. Und dann hast du es. Kick, ab, kick. Perfekt. Bleib schön vorverlagert. Und lass dein Standbein schön gebeugt. Und wir haben die letzten 8. 6 noch. Und du gibst mir noch 4. Komm, zieh. Ran. Zweimal mehr. Letzter. Okay. Erster Block geschafft. Gut. Weiter geht's mit Block 2. Du startest dazu mit mir auf der Matte. So. Gehen wir tief. Also. Einmal nach unten. Gut. Okay. Ich reduziere ein bisschen die Geschwindigkeit. Okay, pass auf. Eine hervorragend schöne Übung. Ihr stützt euch einmal im Vierfüßlerstand ab. Die Hände sitzen direkt unter den Schultern. Und jetzt machen wir Folgendes. Schaut mal. Ihr hebt das Bein seitlich einfach hoch und tief. Okay? Lass uns starten. Jetzt. Hoch, tief. Ganz wichtig dabei ist aber, dass ihr immer schön darauf achtet, im Rücken stabil zu bleiben. Also nicht die Hüfte wegkippen, wenn ihr das Bein hebt, sondern die Hüfte bleibt stabil in der Mitte. Weiter. Und jetzt wechselt ihr die Seite, auf geht's. Zack. Zack. Ihr könnt es gerne ein bisschen schwungvoller nach oben machen, aber dann kontrolliert wieder zurück zur Mitte. Macht die
letzten 8 Stück. Noch 8, 7 und 6 Mal. Die letzten 4, 4 mehr, 3, 2, der letzte. Kurze Pause. Okay, zweite Übung. Und zwar das Bein lang ausstrecken, die Fußspitze hier am Boden positionieren. Und jetzt, pass auf, du hebst das Bein rüber und wieder zurück. In einer langen Bewegung den Fuß rüberziehen und wieder zur Mitte. Also den anderen Fuß kreuzen. Zack. Machen wir noch 8 Stück mehr. Noch 8. 6, 5, noch 4, gleich lässt du den Fuß in der Luft und zwar in der Mitte, bleib jetzt hier, Fußspitze flexen und kurze Bewegung, aus dem Schultergürtel rausschwitzen, sehr gut, machen wir 4, 3 mehr, 2 mehr und kurze Pause. Gut, Seitenwechsel in 3, 2, 1, wir kreuzen. Kreuzen, rüberziehen. Kreuzen. Du kannst es natürlich auch schneller machen. Zack. In deinem Tempo. Du musst dich nicht am Takt der Musik orientieren. Mach es so, wie es für dich passt. Wichtig ist nur, dass du den Po schön anspannst. Kreuzen. Die letzten 8, 7, 6, rüber, 5, immer schön rüber tappen, 4, 3, bleib jetzt nochmal mit mir in der Mitte, kleine Ups and Downs, komm, Double Time, hoch, 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 und denk daran, dich aus dem Schultergürtel rauszustützen, jawohl, das sieht gut aus, komm, noch 4, 3, 2 und stopp. Ich gebe dir noch eine dritte Übung mit dazu, obwohl ihr jetzt was? Die kombinieren wir gleich mit dem Bauch, ja? Wir gehen jetzt wieder zurück zur ersten Übung, Bein auf der Position zur Seite. 3, 2, 1, startet mit mir. Komm. Hoch und tief. So, richtig schön kraftvoll heben und senken. Jetzt machen wir noch 8 Mal. Mir fällt gerade ein, wir hatten eben gar nicht das doppelte Tempo, ne? Dann machen wir das jetzt, oder? Damit so richtig schön zwiebelt. So, Leute, macht euch startklar. Oben, Double Time. Komm, zieht, zieht, roll, zieht, hör, zieht, hör, zieht, hör. Ich gebe euch die letzten 4. Noch 4. Noch 3, du darfst gleich einen direkten Wechsel machen zur anderen Seite. Jetzt, auf geht's. Hopp. Ich liebe diese Übung. Du wirst sie morgen mit Sicherheit spüren. Ihr werdet sie spüren. Also, streckt mich schön an. Wir haben ein bisschen später angefangen, das heißt, wir werden heute ein bisschen überziehen. Das bedeutet aber nicht, dass wir weniger machen. Alles, noch 4, 3, 2 und jetzt Double Time, komm, zieh kurze, ja, richtig schön mit Kraft und die letzten, komm, 4 mehr, 3 mehr, 2 und stopp. Okay, ihr seid bereit? Runde 2, Übung 2, langer Hebel. Zeit beginnt. Jetzt kreuzen. Kreuzen, schau mal. Arbeite lieber langsamer. Volle Kraft. Volle Kraft. Du streckst das Bein ganz lang durch und spannst dabei. Zack, den Po an. Hier, zack. Ein bisschen explosiver. Noch 8. Dabei aber schön darauf achten, dass dein Rücken stabil bleibt. Mach noch 4, 3,
2. Bleib in der Mitte mit mir und jetzt nochmal kleine, schnelle. Zieht. Richtig durchstrecken, das ganze Bein. Stütz dich aus den Schultern raus. Noch 3. Noch 2. Letzter und stopp. Gut. Seitenwechsel. Macht euch bereit. Kontrolliert nochmal die Ausrichtung eurer Hände. Und hier zack aus dem Schultergürtel raus. Los geht's. Kreuz. Mitte. Kreuz. Mitte. Zieh rüber. Komm tief. Zieh rüber. Genau, komm, mach noch 8 Stück mehr jetzt. Noch 8. 7. 6. Und lass deinen Kopf immer schön stabilisiert. 3 noch. Und jetzt nochmal mit mir. Oben in der Mitte. Double time. Komm. Zieh. 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 Fußspitze ranflexen. Po anspannen für die letzten 4. 3. 2 mehr. Letzter und stopp. Gut, jetzt dreht ihr euch rum mit mir in die Rückenlage. Pass auf. Eine schöne Übung kommt jetzt. Also natürlich so alle Übungen sind schön, aber die ist besonders schön. Und zwar würde ich dir jetzt empfehlen, ich empfehle euch, Entschuldigung, einmal die Schuhe auszuziehen. So, zack, und dann folgendes. Ihr legt mal die Fußsohlen aneinander. Ja, ihr könnt die Schuhe auch anlassen, ist eigentlich egal, aber so hat man eigentlich ein bisschen besseres Feeling. So, die Außenkanten eurer Füße liegen auf der Matte. Drückt eure Fußsohlen fest zusammen. Hände ablegen am Boden. Die Knie fallen nach außen, der Po ist fest gespannt. Und jetzt schiebt. Kurze, kleine. Hoch und tief. Hoch, tief. Die Fußsohlen bleiben zusammen. Ja, ihr merkt, so müsst ihr automatisch den Po noch ein bisschen mehr anspannen. Aber nicht hier ruckartig machen, keine ruckartigen Bewegungen, sondern kontrollierte Bewegung. Hoch. Und jetzt oben halten, Po anspannen und zwar so fest ihr könnt. Drückt nochmal die Fußsohlen mehr zusammen. Spannt den Po an, so fest ihr könnt. Und jetzt klitze, klitze, kleine Bewegung. Hoch, tief, hoch, tief. Das sind kaum sichtbare Bewegungen. Weiter, weiter. 3, 2. Und ihr dürft nochmal halten mit mir. Kommt, spannt an, fest, fest, fest. Noch 3, noch 2, nicht absetzen, Füße aufstellen, der Po bleibt oben, rechtes Bein lang ausstrecken, komm, beide Oberschenkel sind auf einer Linie, halten, wechsel das Bein, halten, beide Oberschenkel wieder auf eine Linie bringen, 3, 2, 1 und du wechselst, zack, halten. Schieb dich richtig schön nach oben raus. Jawohl. Wechsel nochmal. 3, 2, 1 haben wir noch. Kommt. Langes Bein, beide Füße bzw. beide Oberschenkel parallel. Einmal noch wechseln. Zack. Machen noch 4, noch 3, 2 und absetzen. Gut. Habt ihr Lust auf eine Runde Bauch? Ja, oder? Na klar. Habe ich mir gedacht. Sehe zwar nicht auf eine Antwort gekommen, aber ich gehe jetzt einfach mal fest davon aus, dass ihr Lust habt auf eine Runde Bauch. Beide Füße bleiben, wo sie sind. Herzen sagen, genauso wollt ihr das. Also starten wir jetzt. Komm. Zieht. Zieht. Macht weiter. Bei den Bauchübungen ist es wichtig. Arbeitet schön. Mit Spannung. Wenn
ihr euch hochzieht, ausatmen. Wenn ihr tief geht, wieder einatmen. Wenn ihr hochkommt, macht euch fest und kommt tief. Lasst das Ganze schön im Fluss. Macht weiter. Klein in der Mitte und tief wieder lang machen. Das Tempo bestimmt ihr für euch selbst. Acht. Die Geschwindigkeit ist nicht relevant. Vier. Drei. Zwei. Wir bleiben oben. Halten die Spannung und jetzt schiebt ihr eine Wand weg. Legt euer Kinn auf der Brust ab. Kommt. Halten. Jetzt schiebt ihr im Wechsel seitlich. Kommt. Zack. Zack. Die Handflächen streifen an den Oberschenkeln seitlich vorbei. Macht die letzten vier. Noch vier. Drei mehr. Zwei mehr. Und Pause. Zweite Übung. Wieder die Füße schließen, also die Fußsohlen schließen, Knie nach außen und jetzt wieder den Po heben und senken, auf geht's, komm, hoch, tief und drückt die Fußsohlen fest zusammen, volle Kraft, eins, zwei, wenn ihr euch hochschiebt, dann kippt man das Bett ganz leicht ein. Das sieht gut aus, Leute. Komm, streng dich an, bald die Zähne zusammen und wir ziehen gemeinsam durch die letzten 15 Sekunden. Vier haben wir noch. Noch vier. Drei, ihr wisst, was kommt, oder? Genau, oben doppeltes Tempo. Auf geht's. Zieh. Und noch einmal die Füße richtig schön fest zusammendrücken. Und stellt euch vor, ihr wollt mit den Po-Backen einen Nuss knacken. Natürlich keine, wie heißen die? Erdnuss, sondern eine Walnuss. Die letzten. Drei, zwei, oben halten. Füße parallel. Und jetzt nochmal ein Bein ausstrecken. Halte die Spannung für die letzten. Vier. Noch drei. Noch zwei. Und ihr wechselt mit mir. Halt vier. Lasst den Po schön oben. Drei, zwei, wechselt wieder. Noch vier, noch drei, schieben und nochmal wechseln. Komm, die Hüfte bleibt schön auf einer Ebene. Einmal noch wechseln, letzte Runde davon. Vier, drei, zwei, einen haben wir noch. Komm. Noch vier, noch drei, zwei mehr und relax. Eine Runde für den Bauch. Jetzt hat der Po eine kurze Pause. Gleich spielen nochmal Sit-Ups zur Mitte. Euer Tempo, eure Intensität. Zeit beginnt ab jetzt. Komm. Wenn ihr hochkommt, die ganze Luft ausatmen, der Bauch bleibt schön gespannt. Aber wie gesagt, die Geschwindigkeit ist nicht wichtig. Ihr könnt auch ganz langsam arbeiten. Komm, weiter. Vier. Drei. Zwei. Eure letzten 15 Sekunden. Kommt, Leute, zieht durch. Acht. Sieben. Schiebt eure Arme nach vorn. Und jetzt. Zieht. Zieht. Denkt an die Atmung. Das Kinn bleibt auf der Brust. Noch vier. Drei. Zwei. Halten. Und nochmal seitlich. Zieht. Kommt. Euer Tempo.
4, 3, 2 und Pause. Eine Runde haben wir noch. Ich guck mal kurz. Okay, eigentlich wäre es jetzt vorbei, aber da wir leichte Anfangsschwierigkeiten hatten, gebe ich euch noch eine Runde. Komm, die schaffen wir. Oder? Hängt euch den Magen schon in den Knie. Nö, ne? Die eine Runde machen wir mit links. Füße zusammen, Knie nach außen, schiebt den Po, zack. Und jetzt, komm. Auf und ab. Hoch, tief. So Leute, das ist eure letzte Runde. Die schaffen wir zusammen. Spannt den Po nochmal richtig schön fest an. Noch 8. Genau, aber keine ruckartige Bewegung, sondern kraftvolle Bewegung. Das Becken leicht kippen. 4, 3. Seid ihr bereit für das doppelte Tempo? Gut, kommt. Kurz. Eure letzten 4 Mal, 3 mehr, 2 mehr, bleibt oben, halt die Spannung, Füße wieder parallel, rechtes Bein ausschütteln, noch 4, so jetzt nicht schummeln, lass den Po oben, wechselt, halten. Noch 3, 2 mehr, wechselt, 4, 3, 2, einmal noch, komm. Noch 4, noch 3, noch 2 und relax. Gut, Runde 3 und damit die letzte. Komm, mach den Startschuss für den Bauch. Auf geht's. Finale. Sieht, nimmt die Atmung mit. Macht noch 30 Sekunden mit mir. Komm. 2, bleibt wieder oben, schiebt die Arme wieder vor Kinn auf der Brust, ablegen, kurz. Oh, die letzten. 4 mehr. 3, 2, oh, mein Bauch zwiebelt, eure auch. Schiebt zur Seite. Vor. Eure letzten. Noch 4. 3, 2 und fertig. Streckt euch lang aus. Die Arme lang und die Beine lang. Kurzes Stretching zum Schluss. Sehr gut. Bauchdecke richtig schön in die Länge. Stellt beide Füße auf. Legt jetzt mal den linken Fuß auf den rechten Oberschenkel. Zieht das rechte Bein ran, greift durch die Lücke hindurch und schließt beide Hände. Lasst den Fuß fallen, drückt mal den linken Ellenbogen gegen den Oberschenkel. Um das Ganze zu intensivieren, zieht man noch ein bisschen weiter ran.
wir wechseln über die andere Seite. Der andere Fuß kommt nach oben. Zieht das Bein ran. Umschließt einmal zack, das Bein. Knie weiter ranziehen und mit dem Ellenbogen gegen den Oberschenkel drücken. Weiter ranzuziehen. Okay, beide Beine parallel. Umschließt beide Oberschenkel, rollt euch einmal auf. Ich hoffe, euch geht's gut. Steht einmal mit mir auf. Wir dehnen nochmal die Vorderseite des Oberschenkels, greift an die Fußspitze. Halt mal. Passt auf, und jetzt ist es mal wichtig, dass ihr wirklich mal nicht nur den Fuß festhaltet, sondern kippt mal das Becken leicht nach vorn, also leicht nach vorn kippen. Dabei verändert sich so ein bisschen der Hebel, und jetzt drückt ihr mal den Fuß ein bisschen fester in eure Hand. Also die Hand zieht, die Fußspitze drückt und das Becken kippt leicht nach vorn. Sehr gut. Wechselt den Fuß. Anderes Bein. Zack. Auch hier schön rausstützen aus der Hüfte. Becken leicht kippen, die Hand drückt, zieht und die Fußspitze drückt. Perfekt. Spannung lösen. Ihr habt es geschafft. Atmet noch einmal mit mir tief ein. Schwingt euch aus. Ein letztes Mal einatmen.